die Haltung achten! Grüße, grauer Wächter! Ich kümmere mich darum. Fegt eure Asche von Benthelm ins Land! Wir beugen nicht das Knie vor Loghain! Loghain ist der Regent! Er fordert eure... Wir sind keine orlesianischen Speichelecker! Wir schulden niemandem unsere Gefolgschaft! Verschwindet! Nehmt ihre Länder gewaltsam ein, Männer! Auf Befehl des Regenten! Emporkömmlingen haben wir es gezeigt. Ja, das sieht nett aus. Ja, das sieht nett aus. Wie aufmerksam. Wie aufmerksam. Wie aufmerksam. Ihr habt gerufen? Kann ich in Reimform antworten? Nicht? Wie schade. Oh, ihr wollt etwas über Antira wissen? Wirklich schätzen könntet ihr es nur, wenn ihr es einmal besuchen würdet. Es ist warm dort. Nicht so kalt und unwirtlich wie dieses Ferelden. Es regnet oft in Antira, aber die Blumen blühen immer. Zumindest sagt man das. Die Frage lautet nicht, ob ich dorthin zurück will. Ich kann es gar nicht. Zumindest noch nicht. Ich stamme aus dem glorreichen Antiva, Heimstatt des königlichen Palastes. Es ist ein glitzerndes Juwel im Sande, mein Antiva. Seid ihr vergleichbarer Abstammung? Nicht? Wie schade, denn andernfalls würdet ihr damit sicher genauso viel prahlen wie ich. Wisst ihr, was seltsam ist? Da reden wir über meine Heimat und trotz des Weines und der dunkelhaarigen Schönheiten und der Lilloflöten der Bänkelsänger. Am meisten vermisse ich das Leder. Ich meine den Geruch. Jahrelang lebte ich in einer kleinen Wohnung in der Nähe des Gerberviertels von Antiva. In einem Gebäude, wo die jüngsten Rekruten der Krähen wie in Kisten zusammengepfercht wurden. Ich gewöhnte mich an den Gestank, obwohl die Menschen sich ständig darüber beschwerten. Bis heute erinnert mich der Geruch von frischem Leder mehr an meine Heimat als irgendetwas sonst. So lang ist es noch gar nicht. Aber ich bin zum ersten Mal fort aus Antiva. Und die Aussicht, nie mehr zurückzukehren, lässt mich ständig daran denken. Vor meiner Abreise wollte ich meine bescheidenen Ersparnisse für ein paar Lederstiefel ausgeben, die ich in einem Schaufenster gesehen hatte.
bestes Antiva-Leder, höchste Handwerkskunst. Ich war ein Narr, sie nicht zu kaufen. Ich dachte, Zephron, die kannst du nach deiner Rückkehr mit der Belohnung immer noch kaufen. Ganz schön dämlich, was? Ja, und jetzt bin ich hier. Man weiß einfach nie, was als nächstes kommt. Wie hätte ich ahnen sollen, dass mich ein wunderschöner grauer Wächter besiegt, eine Frau, die dann auch noch mein Leben verschont? Völlig unmöglich. Ich sage, dass ihr wunderschön seid, weil es stimmt. Darf ich das nicht? Freut mich, das zu hören. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gerne nicht länger über Antiva sprechen. Mich überkommen sonst Wehmut und ein beträchtlicher Hunger. Bevor wir weitergehen, möchte ich euch etwas sagen. Ich danke euch, dass ihr mich zu meiner Schwester gebracht habt und dass ihr danach für mich da wart und mich beruhigt habt. Ihr seid eine wahre Freundin. Ich wollte euch das nur mal sagen. Gut, nachdem das also geklärt wäre, nur zu. Es ist seltsam. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das bin ich auch, ein wenig. Es erinnert mich an unser erstes Zusammentreffen in der Wildnis. Ich war seit einiger Zeit in Tiergestalt und beobachtete euer Vorankommen. Mich faszinierte es, dass da eine starke Frau mit Männern reiste, denen sie offensichtlich weit überlegen war. Dennoch gefiel es mir nicht, dass Flemeth mir befahl, euch zu begleiten. Ich nahm an, ihr würdet mich sofort wegschicken, sobald wir die Wildnis verlassen hätten. Das bezweifle ich nicht. Ich weiß, dass ich nur wenig Talent besitze, Freundschaften zu schließen. Vorsichtig ausgedrückt. Ich weiß nichts darüber und dachte, ich würde es auch nie brauchen. Doch als ich Flemeths Plan durchschaute, habt ihr mich nicht im Stich gelassen. Warum auch immer, ihr habt für mich eine schreckliche Schlacht geschlagen, ohne Hoffnung auf eine wirkliche Belohnung. Und genau das verstehe ich nicht. Ich hätte mir einiges vorstellen können, was aus Flemeths Befehl mit euch zu gehen erwachsen sollte, aber bestimmt nicht, dass ich in euch eine Freundin finden würde. Womöglich sogar eine Schwester. Ihr sollt eines wissen. Selbst wenn ich mich eurer Freundschaft nicht immer als würdig erweise, so weiß ich sie doch stets zu schätzen. Aber genug geplaudert. Es gibt doch sicher Wichtigeres zu erledigen. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ja. Ja, in der Tat. Grüße, grauer Wächter!